Hallo liebe Dartsport-Freunde, der Winbow Herbst-Launch ist fast schon so ein bisschen gemein, oder? So viele schöne und verlockende Darts. Eine gute Idee finde ich die 85% Tungsten Pro-Line. Mit dabei zum Beispiel MVG Darts, Joe Cullen, Florian Hempel und wenn The Wizard ruft, dann muss ich die natürlich auschecken. Simon Whitlock kriegt ebenso neue Darts spendiert. Mit den Whitlock Special Edition habe ich seinerzeit meine allererste 180 geworfen. Für mich zählen diese Darts auch nach wie vor mit zu den schönsten Spielerdarts meiner persönlichen Top 10 Favoritenliste. Wegen der Whitlock Darts habe ich auch früh ein Fable für ausgeformte, also für Scallop Darts entwickelt. Und der Wizard ist eigentlich der Grund, warum ich eine ganze Zeit lang immer lila Schäfte und Flights gespielt habe. Also ist klar, dass ich hier förmlich die 22 Gramm Variante der Pro-Line vom Simon Whitlock auschecken muss und einen kleinen Retro-Trip à la Stranger Things durchlebe. Nach dem Intro, bleibt dran! Zu den Eckdaten vom Simon Whitlock Pro aus der 85% Tungsten Series gibt es auch sehr schön aufbereitet im aktuellen Winmore-Katalog, der zum Launch ja auch immer veröffentlicht wird. Es gibt drei Varianten, einmal 20 Gramm Softtip in 48,3 mm Barrellänge mit 7,32 mm Durchmesser und dann zwei Varianten Steeltip, einmal 22 Gramm, so wie ich sie hier habe, mit 7,22 mm Barrel-Durchmesser und 50,8 mm Länge und die 24 Gramm Variante Steeltip hat die gleiche Barrel-Länge, ist dann 7,45 mm dick. Eingepresst sind einfache schwarze Points, die schauen 26,5 mm raus. Barrel-Länge hatten wir gerade schon, ich habe grob 51 mm gemessen, also das haut schon hin. Und die Schäfte sind relativ lange Pro-Force-Schäfte, also ich sage mal die einfache Variante mit 49 mm Länge. Die Schäfte selber gefallen mir nicht so, genauso die Flights, auch wenn hier The Wizard damit draufsteht. Aber eigentlich bin ich da eher so die Prism Force Schäfte gewohnt oder hätte ich jetzt erwartet, die mit diesen Strukturrillen am Schaft. Da gibt es ja auch mal schöne Setups von The Wizard, was auch jetzt Flights anbelangt, in Gold zum Beispiel oder auch die lila glitzernden Flights. Also habe ich alles in der Sammlung. Ich sag ja, der Whitlock hat mich schon eine Zeit lang begleitet. Schwerpunkt Barrel-Only liegt sehr mittig, nach vorne sind es dann 25 mm und nach hinten nämlich nur 26. Schraubst du jetzt das mitgelieferte Setup auf, dann verlagert sich der Schwerpunkt eigentlich genau in die Mitte der Griffmulde, das sieht man hier auf dem Bild, denke ich, ganz gut. Dann sind es nach vorne 28 mm und nach hinten 23. Ich spiele das Setup sehr gerne mit den neuen Fusion Flights Medium in Gelb. Simon Whitlock spielt ja auch gerne so leuchtende Dinger. Ich finde, es passt außerdem ganz gut auch zu diesen goldenen Highlight-Ringen. Und da gestaltet sich das eigentlich sehr gleich. Nach vorne nehme ich 28 mm und nach hinten 23. Passt also prima. Ebenso prima ist, dass die Barrel match-weighted sind. Die unterscheiden sich nämlich so gut wie gar nicht. Barrel 1 waren 22,06 Gramm, Barrel 2 22,04 und Barrel 3 22,05. Also so wie hier im Foto im Schnitt sind es genau 22,05 Gramm. Die Simon Whitlock Pro-Line. Also mir gefällt die richtig gut und der Hintergrund ist einfach, die sind von der Form und Machart natürlich sehr angelehnt an die Simon Whitlock Special Edition. Und das ist für mich der Dart, mit dem habe ich meine erste 180 geworfen. Ich denke, da hat jeder wahrscheinlich immer so seine eigene Verbindung denn dazu. Seither sind halt Scallop Darts und gerade auch so Simon Whitlock Darts für mich einfach genial. Mich hat es damals schon fasziniert, wie genau man die im Prinzip auf den Punkt bringen kann, auf den Stecknadelkopf, wenn es halt mit der Gruppierung passt. Die haben aber einfach ein schönes Feeling und ja, deswegen schwärme ich halt generell schon immer ein bisschen für diese Scallop Darts. Und das ist hier quasi wie so ein Revival, ne? So ein kleines Erinnerungsding an die wunderschönen Simon Whitlock SE. Ich glaube, mein Gehirn sagt auch gerade, ah ja, die Form und so, die Balance. Das kenne ich so ein bisschen, von daher könnte es direkt mal klappen, hier einfach nur ein bisschen zu quasseln und nebenbei
trotzdem zu Daten, was mir normalerweise immer ein bisschen schwerfällt. Aber schaut, hier, ja, mein Kopf erinnert sich und sagt sich, aha, du wolltest nur 180 werfen, na, machen wir das doch gleich mal. Ja, das habe ich und Darts YouTube alles gehört. Frauchen ist wieder da und der Hund freut sich auch. Aber den hätte ich jetzt, glaube ich, eh nicht vernünftig gemacht. Da war der zweite Dart leider nicht supi. Ich hatte so das Feeling, hey, jetzt geht's mal in Richtung wenigstens zwei im Triple. Aber ich baue hier gerade noch drumrum. So, was habe ich euch längere Zeit nicht präsentiert? Eine Runde Cricket. Und das müsste doch hier mit den Whitlock gehen. Okay. Zwei getroffen, einer offen. Das waren drei Darts. Vier, die 20 zu. Fünf. Sechs. Ha, da war ein leichter Flight-Unterstützer, aber nicht im Triple. Sechs Darts und noch zwei für die 19 offen. Gut. Acht Darts, 19 zu. Oh, der war lasch. Da geht er dann mir auch mit dem Hintern nach unten. Neun Darts und die 18 noch komplett offen. Das heißt, ich hänge hinterher. Eigentlich immer eine Aufnahme, mindestens mal ein Feld zu. Dann passt es für mich. Oh, der ist Draht. Schade. Der ist auch noch drüber. Fällt der nicht ins Triple? Schön drumrum. Na gut. 12 Darts, 18 zu. Jetzt die 17. Man hört's, wenn die Darts aufeinander klacken. Ah, schade, war auch nicht drin. Also ist noch einer offen. 15 Darts und noch einen für die 17. Darts. Schon wieder am Draht. Verdammt. Oh, falsches Triple. 18 Darts. Mann, Mann, Mann. Und noch die 16 offen. Das war jetzt einer drin. Na gut, der ging wenigstens ins Triple. 21 Darts, 16 zu. Eigentlich müsste ich jetzt schon mit Cricket durch sein, beziehungsweise in drei Darts. 21 bis 24 ist immer so mein Ziel, das zu packen. So, 21 Darts und 15 und Bullseye ist noch offen. Theoretisch ja möglich. Jetzt ist es nicht mehr möglich. Aber, jawohl, wenigstens das Triple noch zugemacht. Na gut, jetzt bin ich über meinem Soll. Das waren jetzt 24 Darts und drei frische, um das Bullseye und damit Cricket zuzumachen. Schön rein ins Runde. Oh, nicht. Aber der, oder? Roter Knopf. Ja, zählt. Erledigt. Besten Dank. Ach, herrlich. Ich wusste gar nicht, was ich vermisst habe. Aber jetzt mal sachlich, die Simon Whitlock aus der Pro-Line sind A. bezahlbare Darts, die du B.
auf eine stecknadelgroße Fläche gruppieren kannst. C. Tolle Balance, ja, nicht sehr griffig, aber D. Wenn die Form und Mulde was für dich sind, ausprobieren. Die Geschäfte und Flights, gut, gefallen mir jetzt nicht so. Ich glaube, da hat Winmore ehrlicherweise so ein bisschen gespart. Das ist aber vertretbar bei dem Preis, den man für die Darts jetzt zahlt. Aber das Barrel Design und die Farben gefallen mir. Und mit den neuen Fusion-Schäften, fand ich, kam ich jetzt eigentlich gar nicht so schlecht auf Anhieb damit klar. Cricket war jetzt so halbwegs in Ordnung, wenn man bedenkt, was ich in der letzten Zeit alles für Darts in den Fingern hatte. Und wenn ihr selber Darts wie diese oder auch Zubehör in den Fingern halten möchtet oder einfach mal ein bisschen Zeug nachbestellen, was ihr so braucht, dann geht gerne mal auf den Shop von dartfieber.de, denn da kriegt ihr einen Haufen Auswahl und sehr schnell geliefert. Und wo ich gerade beim Anteasern bin, ich möchte gerne bald meine ersten eigenen Darts rausbringen, wenn die 10.000 Abonnenten auf diesem Kanal erreicht sind. Also lass sehr gerne ein Abo da, drück die Glocke, wenn du das miterleben möchtest. Und bis es soweit ist, verlose ich hier jeden Monat Darts und Giveaways. Also es lohnt sich auch, diesen Weg mit zu begleiten. Lieben Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf eure Kommentare. Tschüss, ciao, good Darts. Euer Olli.